Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Starbound. In der letzten Folge war ja unser letzter Auftrag, diesen Powder Sifter zu bauen. Zumindest glaube ich, dass das war. Und ja, wenn ich Powder eingebe, dann kriege ich dieses Sifting Device. Das habe ich jetzt lustigerweise schon hergestellt und ihr habt es nicht gesehen, denn mir ist jetzt gerade beim Versuch, die Folge aufzunehmen, der Ton wieder abhanden gekommen. Und jetzt habe ich die Wahl zwischen entweder die Folge neu vertonen oder die Folge nochmal komplett neu aufnehmen. Blöderweise habe ich keine Sicherheitskopie von dem Spielstand gemacht und deswegen seht ihr jetzt nicht, wie ich diese Aufträge erledigt habe. Aber im Prinzip ist eh nicht sehr viel passiert. Die ganze Folge hatte ich eigentlich ursprünglich damit verbracht, Zeug herzustellen. Das war dann am Ende doch nicht so toll. Ich glaube, das kriege ich besser hin. Also, das habe ich hier completed. Und mein nächster Auftrag ist, wo ist es? Atmosphärenkondensator. Das sind jetzt hier zwei neue Aufträge, die ich durch meine Kolonisten bekommen habe. Das kann ich sogar relativ leicht erfüllen. Aber das hier ist der Auftrag, der danach kam. Atmosphärekondensator soll ich bauen. Und ich habe keine Ahnung, wo der genau ist. Wenn ich jetzt hier Atm eingebe, dann sehe ich die Rezepte nicht. Das heißt, ich muss irgendwas bauen, was wahrscheinlich in irgendeiner der anderen Dinger ist, oder ich muss raten. Ich muss jetzt irgendwas bauen und hoffen, dass ich dadurch den Atmosphärekondensator freischalte. Und naja, das könnte noch eine Weile dauern. Das hier sieht relativ vielversprechend aus, aber ich weiß es nicht. Core-Fragment, Cerium Bar, Oxygen. Könnte ich mal ausprobieren. Wie dem auch sei, ursprünglich, jetzt sammle ich mal währenddessen die ganzen Federn ein. Ja, ursprünglich in der Folge hatte ich eigentlich die ganze Zeit vor dem Ding hier gesessen, vor meiner Emery, und bin die verschiedenen Waffen durchgegangen und habe darüber philosophiert, könnte man das gebrauchen, wie könnten die Sachen aussehen, aber ich habe, nicht sehr viel davon gemacht. Ich habe ein einziges Ding gebaut, das müsste Term, da müsste es irgendwie erscheinen. Nee, ich habe das eh vergessen. Oder so. Ah, da war's doch. Nee. Ja. Thermitesprayer. Oder so ähnlich. Das Ding seht ihr auch hier oben. Klingt von seinen Werten her nicht besonders groß. Also 3×10 ist 30, also 30 Damage pro Sekunde. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wenn ich das Ding mal in Aktion zeige, dann wisst ihr, was ich meine. Ich werde es jetzt hier nicht auf dem Schiff demonstrieren, weil dann mache ich eventuell aus meiner Mannschaft Brathühnchen, das möchte ich auch nicht. Aber das ist schon nicht schlecht. Und es ist nur eine der, ich sag jetzt mal, niedrigeren Waffen. Da gibt es noch viel, viel bessere und größere. Und, ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe, wie gesagt, diesen Powder Sifter hergestellt. Und dann habe ich hier an diesem Power Press ein paar Platten hergestellt und dadurch Rezepte für weitere Platten und Rezepte für mehr Armor hergestellt. Freigeschalten. Hergestellt habe ich sie nicht. Ich wollte gucken, was ich davon herstellen kann und dadurch habe ich mich überhaupt ablenken lassen. Das war Nummer 1. Und die Nummer 2, wie gesagt, Powder Sifter. Ich sage das Wort jetzt so oft, bis ich es endlich durch habe. Den habe ich hier in meiner Wüstenstation aufgebaut, die ein wenig gewachsen ist seitdem, aber immer noch sehr stark im Bau. Ja. Hier, das ist vielleicht relativ interessant. Ihr seht jetzt hier jede Menge Kelp. Das Kelp brauchte ich. Mal gucken, ob wir es sehen. Achso, ich habe mein Inventar wieder geleert. Ja, und hier sind noch die Überreste von der Station, die ich aufgebaut habe. Da unten praktisch habe ich jetzt hier noch ein Feld angelegt mit Weizen. Hier ist der Powder Sifter und hier ist ein Vehikel, das ich mal irgendwo hier auf dem Planeten habe liegen lassen und eigentlich ganz lustige Geschichte. Ich habe das abgestellt, ich konnte es nicht mehr aufheben, ich konnte nicht mehr reingehen, habe dann irgendwie das Dingens hier verbummelt und habe es einfach mal aus den Augen, aus dem Sinn, da ich eh immer sehr viel Geld habe, ihr könnt es hier sehen, 40.000, 44.000, da ist das eigentlich nicht der Rede wert. Und da habe ich mir halt ein zweites Auto gekauft. Das hier. Das ist jetzt schön kaputt. Kann ich jetzt eigentlich mit der Kapsel das hier einsammeln? Nee, kann ich nicht. Ich kann nur das einsammeln.
Aber ich habe eh genügend Geld. Ich könnte mir noch ein Auto kaufen, weil ich auch immer wieder Auto dazu sage. Ich wollte euch eigentlich das Ding hier zeigen. Und zwar kann ich dort verschiedene Sande reinlegen. Also bis jetzt habe ich nur herausgefunden, dass es mit Sand funktioniert. Nehme ich hier mal ein bisschen. Und dann lege ich das hier rein. Hier. Und wenn ich mich jetzt hier hinstelle und Energie gebe... warum funktioniert das jetzt nicht? Ach so, weil es nicht verbunden ist. Okay, wenn ich das hier mit verbinde, dann seht ihr, dass das hier seine Arbeit tut. Und ja, da kommen verschiedene Mineralien und sonstige Sachen raus, aus dem Sand. Salz, eine blaue Farbe, also Farbstoffe allgemein, glaube ich, Eisen und Salpeter. Und wenn umso mehr das läuft, umso mehr da durchgerasselt wird, desto verschiedenere Sachen kommen raus. Sage ich jetzt einfach mal so. Und die letzte Sache, die ich in der letzten Folge noch gemacht habe, war, ich habe das Ding hier aufgebaut. Eventuell hatte ich das schon in der letzten Folge, aber... So, jetzt ist der ganze Sand durch. Und was haben wir bekommen? Relativ viel. Wir haben Blei bekommen, wir haben Kohle bekommen, rote Farbe, Nutrienpaste, Kupfer, gelbe Farbe, Silikon. Wir haben, sage und schreibe, 3 Silikon. Aus dem ganzen Sand hätten wir im Extractor auch vielleicht 3 Silikon bekommen, aber den ganzen Rest nicht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, jetzt zukünftig das Ding zu benutzen. Der Nachteil ist, es braucht halt Energie und ich muss daneben stehen. Oder ich muss auf einem Planeten sein, auf dem Sonne herrscht. So, jetzt habe ich es geschafft, mein Inventar zu füllen. Also komplett. Ich kann euch ja nochmal ganz kurz zeigen, was aus der Station geworden ist. Mehr ist dann eigentlich auch nicht passiert seit der letzten Folge. So. Also hier habe ich noch 2 Felder angelegt. Einmal Getreide und einmal Kartoffeln. Und hier unten ist dann praktisch für die nächsten Felder noch mehr angelegt. Und ich habe mir was überlegt, und zwar... Hier mache ich dann später nur noch Farmen hin mit Früchten, die regelmäßig so... Also wenn man die erntet, dass die dann komplett verschwinden und neu gepflanzt werden müssen. Und solche Pflanzen, die man ernten kann und die Pflanzen bleiben bestehen, solche lege ich dann nochmal extra an. Und zwar dann hier mit diesen hydroponischen... Dingern, also mit dieser Erde hier. Weil diese Erde, das hat, die hat den Vorteil, die bleibt irgendwie immer nass. Und ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Da lohnt es sich auch, solches Zeug jetzt herzustellen. Kann ich nochmal ganz kurz die Rezepte zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das in der Folge 39 gezeigt habe oder nicht. Denn seit 39 ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Und ich habe mir bloß jetzt Folge 40 angeguckt, um mir klar zu werden, ob ich das neu vertonen will oder ob ich das komplett neu mache. Und wie ihr seht, ich habe mich für komplett neu machen entschieden. Das war jetzt wirklich der ganze Inhalt von... Ach, noch nicht ganz. Und zwar die Kanone. Die wollte ich euch zeigen, zusammen mit einem bestimmten Planeten. Und zwar... Ich hoffe, es wird nicht laut. Metal Moon Cool Stuff. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass ich da schon war. Denn da habe ich die Hälfte von dem Cool Stuff schon abgebaut. Aber hier, ein Metallmond. Wer sich an die letzte Staffel erinnert, da hatten wir ja schon mal so einen Metallmond besucht und da, die sind relativ cool. Erstens regnet es hier ganz interessante Sachen. Jetzt momentan regnet es diese Gravity-Flüssigkeit, die sorgt dafür, dass die Gravitation umgekehrt wird und ich nach oben geschleudert werde. Dann gibt es hier Monster, die ich mit meiner neuen Kanone ziemlich cool klein machen kann. Also ich finde das Ding ist herrlich. Guck doch mal. Ja, ich finde es herrlich. Und jetzt mache ich erstmal hier ein bisschen mein Inventar frei, damit ich das coole Zeug ansammeln kann, was ich da bekomme. Und ein bisschen aufpassen, dass ich nicht sterbe. So, danke. Und ja, was wollte ich noch erzählen? Ah, da hinten seht ihr so eine Art kleiner Geysir. Und solche Dinger, die sind, die kennt ihr vielleicht aus den Challenge Gates. Die kann ich hier immer noch abbauen und irgendwie neu verwerten. Das finde ich am coolsten. Jetzt das Ding hier. Ich hoffe, ich muss die Folge nicht nochmal machen, denn dann wird es langsam schwierig. Also hier habe ich gerade einen Power Booster eingesammelt. So, geh mal aus dem Weg. Und dann gibt es hier noch mehr solcher Elemente aus den Challenge Gates.
Irgendwas höre ich hier schon vibrieren. Na, ich suche mal hier im Untergrund. Mal gucken, ob ich da was finde. Ah, das ist schon wieder das falsche Bionom. Hier ist relativ langweilig. Ich muss hier wirklich, na, gucken wir auch gleich mal im Untergrund. Spätestens da werden wir ja was finden. Die Metallblöcke finde ich auch super. Da kann ich Eisen extrahieren oder Stahl. Eins von beiden. Und da unten, ihr hört es hoffentlich schon. Oder spätestens, wenn ihr die Farbe seht, dann seht ihr es. Ja, es gibt auch diese großen Laser. Leider kann ich die Laser nicht mitnehmen. Das wäre cool. Ein Sheep Light, das ist auch ganz okay. Hier ist ein bisschen Eisen im Eisen. Oder Titanium. Okay. Titanium-Erz im Eisenblöcken gefangen. Und dieses komische Waber-Ding, das werde ich mir jetzt gleich einsammeln. Es ist einfach nur ein Power-Booster, der nicht... was ist es? Ach, Light-Booster ist es. Air-Booster steht da. Okay. Aber er gibt mir den Light-Effekt. Also auch ganz okay. Das ist ein Sheep-Light, oder? Was ist das? Außenpost-Wall Light. Okay. Leider kann ich das hier nicht einsammeln. Wenn ich hier draufklicke, dann zerbricht es einfach nur. Was ein bisschen schade ist. Und ja. Wir können jetzt mal hier ein bisschen umher gucken. Die Monster platt machen mit meiner neuen Lieblingswaffe. Endlich mal eine neue Waffe. Das ist auch sehr angenehm. Obwohl, ich mag den Speer immer noch. Der bleibt jetzt hier auf Nummer 0. Weil im Nahkampf ist das immer noch besser. Aber ansonsten... Sieht einfach sehr cool aus und macht schön viel Licht. Ist fast so nützlich wie ein Flammenwerfer. Achso, und ich habe komplett vergessen, dass es hier auf der, dass das ein Mond ist. Und dass es hier dementsprechend ein Bigbit Erkios gibt. Ja. Ich finde diese Monde sowieso relativ cool. Ah, das kann ich nicht einsammeln. Warum? Was ist es denn? Ein Circuit Board. Na, die Dinger braucht man regelmäßig, um jetzt noch die nächsten Workshop zu bauen. Ja, das war der komplette Inhalt der ursprünglichen Folge 40. Mal gucken, mit was ich jetzt hier noch Folge 40 weiter bereichern kann, sage ich mal. Sobald ich was gefunden habe, melde ich mich mal wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück. Erstens, ich habe festgestellt, wenn ich die Solaranlage hier aufbaue, dann hat die meistens keine volle Energie. Also hier, wenn ihr da hinschaut, da sind jetzt zwei Balken voll quasi und nur wenn ich direkt daneben stehe mit meinem Lichtpack auf dem Rücken, dann funktioniert das richtig. Deswegen werde ich das mal hier abreißen und weiter hier unten irgendwo nochmal aufbauen. Das kann ich eigentlich auch abreißen. Baue ich sowieso nochmal irgendwo anders besser auf. So. Ja, keine Ahnung, ob das was bringt. Dip, 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 dip. Und dann das, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar erstmal wieder das Ding aufbauen und verkabeln. Wenn es so steht, dann ist trotzdem nicht irgendwie. Dann ist es trotzdem irgendwie nicht richtig voll, oder? Vielleicht, wenn ich es zu mir richte, hat das eine Auswirkung. Das wäre jetzt interessant. So, stelle ich mal hier hin. Wenn ich dich jetzt hier verkabel, dann muss ich trotzdem hier stehen, damit du richtig funktionierst. Okay, aber ich kann trotzdem, wenn ich hier stehe, das Ding aktivieren. Und jetzt habe ich mal ein paar verschiedene Sachen, die ich da probieren möchte. Als erstes mal Clay. Passiert da was? Nicht wirklich. Also nein. Das hier ist Delikat Korall. Da kommt ab und zu Silicon... Silberohr. Also es kommt einiges raus. Das scheint sich zu lohnen. Okay, und weg ist es. Also Korallensteine lohnen sich. Das ist nochmal Korallen. Oh, da kommen Kristalle raus. Aber auch nicht immer. Ah, jetzt müsste man natürlich wissen, ob sich das lohnt oder nicht. Spontan würde ich sagen, ja, weil der Extractor, der saugt in Anführungsstrichen 50 Stück ein. Und hier haben auch knapp 50 reingegeben und wesentlich mehr bekommen. Also ich glaube, das wird jetzt mein neues Lieblingsspielzeug zum Extrahieren von Gegenständen. So, Unrefined Decayed oder so ähnlich. Funktioniert auf jeden Fall nicht. Dry Dirt. Schade, davon habe ich eine Menge. Dry Sand. Okay, wie ihr seht, von Dry Sand habe ich auch eine Menge.
Das ist natürlich blöd. Von 2 Cent kriege ich Silizium. Und die Chance, aller 50 Stück ein Silizium zu droppen, ist relativ hoch. Und dann kriege ich natürlich andere Sachen dazu. Also das, ja, doch, das lohnt sich. Jetzt kommt eine Weile gar nichts raus. Warum? Okay. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, was hier so drin ist. Vielleicht ist das ein Spiel gegen das hier. Gegen den Zufallsgenerator. Ich höre jetzt erstmal auf damit. Wir haben ja gesehen, dass es was bringt. Dann Unrefined Gneiss, leider nicht. Gravel. Gravel müsste was bringen. Gravel ist doch auch sowas wie Powder. Okay, Nutrium-Paste, Salz, Minerals, Sulfur, Kohle. Die Farbstücke, von denen ich jetzt jede Menge habe, habe ich sowieso schon früher viel gehabt. Aber jetzt. Und ich krieg das hier raus. Da muss ich keine Kohle mehr verschwenden. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt auch wieder Kohle habe. Ja. Ich leg das jetzt erstmal wieder raus. Ich will ja die anderen Erdarten auch noch durchbekommen. Jungle Soil. Leider nicht. Meteor Rock. Ich habe das ein bisschen zufällig ausgewählt, was ich jetzt hier nehme. Fine Sand wird ja auf jeden Fall funktionieren. Sulfuric Dirt? Nein. Sulfuric Stone? Auch nicht. Jetzt muss ich hier mal eine kleine Grenze ziehen. Swamp Dirt. Ich weiß nicht, warum ich gedacht habe, das würde funktionieren. Pile of Ice. Das wäre cool. Na, es wäre cool. Es ist es nicht. Bone? Ah, schade. Ich dachte wirklich, wir könnten hier die Knochen irgendwie extra extrahieren. Und die Corruption funktioniert auch nicht. Das hier hatte ich ja schon mal probiert. Aber das geht wenigstens relativ schnell. Und da kommt auch relativ viel cooles Zeug raus. Jetzt schon 3 von diesem Silizium. Silizium brauche ich wirklich eine Menge, habe ich jetzt in der letzten Zeit festgestellt. Und der Rest kann ja auch nicht schaden. Und ja, ein bisschen langsam ist das Ding. Aber das wird besser. Es ist eigentlich langsamer, wenn ich hier nicht im Weg stehe. Nö, es ist genauso schnell. Also kann ich dann einfach irgendwas reinhauen, wie zum Beispiel jetzt diesen riesengroßen Block von Fine Sand und mich währenddessen um was anderes kümmern. Um was, weiß ich noch nicht. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich den Atmosphärekondensator bekomme. Aber ich glaube, das mache ich als nächstes. Das zu recherchieren und mich darauf vorzubereiten. Bis gleich. Hallöchen und willkommen zurück zu Starbound. Und wer sich jetzt fragt, warum ich euch begrüße wie am Anfang der Folge, das liegt daran, dass zwischen dem Teil und dem Teil davor eine ganze Menge Zeit vergangen ist und ich habe in der Zwischenzeit mein ganzes Schiff hier umgebaut und der riesengroße Haufen, der hier lag, ist jetzt irgendwo auf meinem Schiff verteilt und hier sind schon ein paar Workshops. Das ist jetzt alles noch nicht ganz final, aber es soll praktisch sein. Ob es das ist, das müssen wir im Test herausfinden oder ich werde es herausfinden und euch dann berichten oder euch dann ein neues Setup hier zeigen. Das letzte, was wir machen wollten, war ja, ich wollte herausfinden, wie wir diesen Atmosphärekondensator finden und den finden wir nicht. Und ich habe im Forum gelesen, das ist absolut absurd, aber wir sollen als erstes eine Batterie erzeugen. Das Ding hier, Durasteel, Microchips, Electromagnetic Shielding und Advanced Circuits, Yahoo. Das mache ich dann auch gleich. Bis gleich. So, wie ihr seht, ich habe jetzt alles, was notwendig ist, um das Ding hier zu bauen. Und dabei habe ich gesehen, ich kann jetzt auch das Ding bauen. Und das habe ich im Forum schon gesehen. Ich habe noch nicht den Auftrag dazu, das zu bauen, aber das lohnt sich echt, das dann mal herzustellen. Und deswegen mache ich jetzt beides. Erstmal das hier herstellen. Craft. Und dann kriegen wir den Atmosphärekondensator und eine neue Batterie. Super. Und das Ding will ich auch haben, unbedingt. Juhu. Und wir können ja gleich mal gucken, was der Atmosphärekondensator braucht, denn da habe ich keine Ahnung. Titaniumbahn, ich glaube, die habe ich gerade für mein ganzes Dura-Stil rausgehauen. Spulen, Quantumprozessor und Powercore. Oh Gott, ist das Ding teuer. Also, Quantumprozessor und Powercore habe ich bis jetzt noch nicht produziert. Was braucht ein Power-Dingens? Der Powercore? Der braucht auch einen Quantumprozessor. Also ich brauche 2 Quantumprozessoren und eine Titanium-Plate. Der Rest, den habe ich schon mal produziert. Und hier brauche ich noch Advanced Circuits und Advanced Prozessoren und ein Proto-Sidebar.
Okay, wie viel Protozeit habe ich? Daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Da bin ich. Also, wenn es mir in die Hände fällt, dann sammle ich das ein. Das müsste hier irgendwo. Okay, 52. Also einfach nur durchs normale Spielen und überhaupt nicht aufpassen, habe ich 52 von dem Zeug eingesammelt. Also das kriegt man. Es ist jetzt nicht so teuer. Und wenn ich mal speziell auf die Suche danach gehen würde, hätte ich wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache. Ja. Ich will jetzt aber trotzdem erst einmal das Anziele-Network oder wie das Ding hieß, das will ich jetzt erstmal aufbauen und gucken. Ach so, wir haben ja bloß die Solarzelle als Energiesource. Wenn ich jetzt einfach Energie eingebe, das funktioniert sogar tatsächlich. Also ein Power Core kann ich hier das Ding. 2U. 2U ist zu wenig. Das ist auch zu wenig. Mal abgesehen davon, dass ich es noch nicht produzieren kann. Obwohl, das müsste ich eigentlich eher herstellen können. Ich will jetzt einfach mal wissen, was das hier ist. Ich stell's mal her. Also bis gleich. So, ich habe das Zeug hergestellt, was ich dafür brauchte. Also hauptsächlich den Advanced Circuit. Der ist ganz schön schwer herzustellen, weil der braucht Graphen. Und um Graphen herzustellen, braucht man dieses Zeug hier. Davon habe ich jetzt zwar relativ viel, aber ewig mal so viel zusammen hatte, das war gar nicht so leicht. Inzwischen weiß ich, wie man es relativ schnell herkriegt. Man braucht einfach bloß Kelp, das Zeug, was auf dem Ozean wächst. Und das jagte durch den Extractor, den ich aus irgendwelchen Gründen hier hinten aufgebaut habe. Egal. Und meine Hühner haben schon wieder Federn gelassen. Das soll mich jetzt. Oh, ich kann Schwert herstellen. Egal, ich lasse mich ablenken. Ein vergiftetes Schwert. Das wollte ich doch gar nicht. Meine Güte. Ich wollte jetzt. Was wollte ich denn? Ich wollte jetzt das Ding herstellen. Dann mache ich das doch mal. Und krieg einen Nuklear-Fusion-Reaktor. Fusionsreaktor. Oh mein Gott. Nicht die Füße. Fusion. Ich gebe jetzt auch ne Fission ein. Ne, Fusion wird auch trotzdem mit Dingens geschrieben. Das heißt wirklich Fission. Ich weiß aber nicht, was es genau bedeutet, glaube ich. Hier kriege ich 4U raus. Vom 4 zu 20. Okay. Also das Ding will ich dann früher oder später mal haben. Dafür brauche ich einen Nuklearkor. Und Uranium. Also endlich habe ich meine Verwendung für das Uranium. Nuklearkor, kann ich den hier herstellen? Nicht wirklich. Vielleicht bei der Powerpress, die hier oben ist. NU gibt gar nichts. Oh, guck mal hier. Die Dinge habe ich doch schon vor ein paar Folgen gesucht. Und jetzt habe ich es gefunden, aber ich weiß nicht, was Quitus ist. Okay, so viel dazu. Sind die jetzt wirklich stärker als das, was ich habe? Ja, nee, ich wollte nicht G drücken, ich wollte das Inventory aufmachen. Das, was ich anhab. 21 Rüstung und jede Menge Schaden. Das ist nicht wirklich. Aber es gibt dann vielleicht eine dritte Stufe davon und die könnte dann lohnenswert sein. Vorausgesetzt, ich krieg mal die Metalle dazu, die ich noch nicht hab. Aber jetzt will ich erstmal meinen Generator aufbauen. Und das Ding hier. Aber erstmal gucken, ob ich den Generator aufbauen kann. Was steht in der Beschreibung? Up to 3 Units. Wenn ich das Ding jetzt öffne. Input. Was schmeiße ich denn hier rein? Irgendwas? Hätte man sich natürlich vorher überlegen sollen. Ja, hätte man machen können und sollen. Es ist immer schön, wenn ich auf irgendwelche Inhalte treffe, die ich selbst noch nicht kenne. Und ich mache jetzt einfach mal aus dem Gefühl heraus ein bisschen Holz da rein. Was könnte denn noch da Verwendung finden? Das hier vielleicht? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe doch irgendwo solche Biozellen mal vor Ewigkeiten gesammelt. Dabei könnt ihr jetzt mal hier meine Aufteilung sehen. Die ist noch sehr, sehr sporadisch. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Sachen hier wirklich aufteilen soll. Aber ja, bis jetzt ist es in Ordnung. Mal gucken, was haben wir denn hier noch? Hier ist auch Holz drin, nicht? Ja. Achso, das Holz habe ich da schon, sehe ich gerade. Ich will jetzt eigentlich diese Biozell-Dinger da reintun.
Habe ich die überhaupt produziert oder hatte ich die immer nur gesehen? Hier, das hier zum Beispiel. Etrian, Alge, Salz und Nitrogen. Oder das hier. Biofüllkanister. Davon glaube ich, habe ich schon mal welche produziert. Allege, Salz, Orchid. Ich kann es nicht aussprechen, aber wir sammeln das jetzt mal ein und tun es da rein und gucken mal, was passiert. Sauerstoff haben wir hier. Allege, Salz haben wir hier. Und das andere, das ist ein Mineral. Das ist das hier. Findet man aber auch in Pflanzen, beides, glaube ich. Jetzt müsste ich den Biofuel-Kanister herstellen können. Ich kann sogar zwei herstellen. Die neue Batterie, die ich hergestellt habe, die gibt doch angeblich bis zu 5 Power, wenn sie mit irgendwas verbunden ist. Ich guck mal, ob ich das so hinkriege. Erstmal guck mal, ob wir hier überhaupt Energie erzeugen können. Wenn ich den hier reingebe. Oh, wird sofort verbraucht, der erste. Und da ist es weg. Juhu. Das war Verschwendung. Das war mal richtige Verschwendung. Ich guck mal, ob ich hier einfach Holz reingeben kann. Natürlich nicht. Also lohnt sich vielleicht doch, das Ding erstmal anzustecken. Ich müsste noch regelmäßig, ja, Salz und Oxy, das ist alles wieder beschaffbar und relativ häufig verfügbar. Und billig, in Anführungsstrichen. Und da fülle ich jetzt damit mal hier die Batterie. Okay. Ich hoffe, es wird auch eine Batterie gefüllt. Und dann, ja, gucke ich mal, ob mein komisches Network dann funktioniert. Ich hoffe so sehr, dass das funktioniert. So, komm her, du. Ich sehe hier leider nicht, ob das hier irgendwie schon Energie getankt hat oder nicht. Okay. Boring Mining. Okay, wenn ich jetzt nochmal draufklicke. Irgendwas anderes und irgendwas anderes. Und wenn ich jetzt damit draufklicke. Okay. Ich nehme mal die erste. Und jetzt hat es keine Energie mehr. Na. Wenn es keine Energie mehr hat, dann funktioniert es nicht mehr. Aber ich glaube, das zeige ich euch dann in der nächsten Folge. So mache ich dann sowieso eine extra Folge nur für das Ding da machen wollte. Und eventuell dauert diese Folge schon wieder ganz schön lange, da ich natürlich nicht direkt aufgepasst habe, wie viel die ersten Teile vor dem großen Neustart, nee, nicht Neustart, also bevor ich die große Pause gemacht habe, wie viel da die ersten Teile zusammengenommen Zeit sind, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es tut mir sowieso leid, dass es jetzt eine größere Pause gab für die drei Leute, die sich das Let's Play immer noch angucken. In der nächsten Folge würde ich dann hier das Ding erklären. Was das überhaupt ist, das ist nämlich ziemlich cool. Aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.